Willkommen zurück im Walmart bei, also ja, Walmart, Walmart, Entschuldigung, Deutsch, bei Final Fantasy 7, dem Remake, und wir können jetzt wieder alles, Alleskönner-Missionen machen, und die finde ich eigentlich mega cool, aber, beziehungsweise eigentlich sollten wir die, glaube ich, auch machen, und müssen wir die wahrscheinlich auch machen, weil Aeris ist sicherlich noch nicht umgezogen. Also, während die Dame sich in Schale schmeißt, schmeißen wir uns. Ey, die gute kennen wir doch. Das Werk des Racheengels. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Nee, Walmart. Walmart heißt es deswegen, weil, okay, das ist so ein leichtes Spoilerino, weil es hier eine richtig große Mauer gibt. Und das war die Mauer, die ich vorhin gezeigt habe, bei der Avalanche steht. Und. Nein, auf keinen Fall. Ja, auf jeden Fall. Ach, die Geschichte des Racheengels wieder. Hast du dafür Beweise? Oh, dieser Söldner, von dem alle schwärmen, bist du? Du kommst gerade wie gerufen. Irgendwelche dreckigen Mistkerle haben eine Lieferung Güter für den Helmchenhof in den Slums von Sektor 5 gestohlen. Das war der berüchtigte Meisterdieb, der Racheengel des Slums von Sektor 5. Dass der Racheengel nur von den Reichen nimmt, war nichts als Strategie, mit den Diebstählen durchzukommen. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Danke für die Waren. MFG, Rocheengel des Slums. Klar doch, der Rocheengel? Der Racheengel wird wohl noch seinen eigenen Namen schreiben können. Kapiert? Ich hab doch gesagt. Ich hab gesehen, wie hier drei komische Gestalten äußerst verdächtig durch die Gegend geschlichen sind. Wenn du dir so sicher bist, dann bring die drei her. Beweis mir, dass der Racheengel des Slums nichts damit zu tun hat. Kann ich auf dich zählen? Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen die Unschuld des Racheengels beweisen. Der Racheengel nimmt nämlich nur von den Reichen. Er würde nie die Armen bestehlen. Finde dieses Verbrechertrio und bring es her. Ich habe gesehen, wie die drei zur eingestürzten Schnellstraße am Immergrünpark geflohen sind. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass ich die drei Derps kenne? Ich meine, Rocheengel, im Ernst? Na komm, dann verprügeln wir die Leute halt eben ein drittes Mal. Die haben es nicht anders verdient. Wer so dumm ist, der muss halt eben, dem muss die Intelligenz nun mal eingeprügelt werden. So, okay, wo müssen wir denn hier? Ah, ja. Ja, na klar, das sind die Dudes. Okay. Cloud, du weißt, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich glaube, wir tun uns einfach zusammen und... Sehr schön. Der Spielplatz. Ich bin hier gern, denn ich kann hier rutschen und schaukeln. Das macht so viel Spaß. Aber jetzt geht es erstmal um diese komischen Dudes. Ja. Die Rocheengel des Slums, ja. Mit der Nachricht, die wir hinterlassen haben, sind wir voll drauf. Der echte Rocheengel. Oh, super. Auf frischer Tatattack. Was denn hier? Ich stell mich einfach tot. Totstellen! Du Idiot! Dafür ist es zu spät! Bist du hier, um dir noch eine Tracht Prügel abzuholen? Komm raus! Gib Arbeit, Kleiner! Und Fettsack. Was macht er? Das ist unser neuer Michael Myers? Den Kleinen haben wir im Kolosseum aufgegabelt. Jetzt zahlen wir dir jeden blauen Fleck doppelt und dreifach zurück. Aha. Doppelt und dreifach, aber ich bin doch so schlecht im Rechnen. Was? Ach, vergiss es. Schlag einfach immer feste zu, Mann. Ach, das ist doch hier dieser mexikanische Prügeldude. Ey. Hallo, Bud. Ich hab gehört, deine Ecke macht dir Spaß. Wir kennen uns ja schon. So. Oh. Ich hätte vielleicht mal. Mich erstmal erfrischen sollen nach dem letzten Kampf. Gut. Dann wollen wir mal weiter gucken. Fertigkeit. Ich würde ganz gerne wissen, was El Gigante denn eigentlich darstellen soll.
Ach fuck, das hat ja gut funktioniert. Es ist ein Mensch, der wird sicherlich kein Feuer mögen. Hopp. Magie. Hey, guck mal, Feuer. Oh, das hat echt mal nichts gebracht. Das war schlecht. Na gut. So, und Fertigkeit. Ein mächtiger Hieb von oben, schweren Schaden. Ja, dann der Gigante. Hat Spaß gemacht? Freut mich. Oh. Ja, sowas mache ich hier halt eben gerne. Und das machen wir doch gleich nochmal. Mutangriff? Ja. Hallo, Elgigante. Hat's jetzt gereicht. Ihr kommt jetzt mit. Hinter dem Racheengel? Oh Mann, ist das ein Dummkopf! Wir sind Racheengel, nicht Racheengel! Halt's Maul, du Idiot! Sieh dir die Kerle doch an. Denkst du echt, die könnten hinter den Kuhs des schönen und intelligenten Racheengels stecken? Nein. Das sind drei Kleinkriminelle, die sich hier in der Gegend eingenistet haben. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Besser spät als nie. Und jetzt sorgt dafür, dass diese Deppen ihre gerechte Strafe bekommen. Jawohl. Na los, kommt mit. Hey, nicht so ruppig. Bisschen Respekt, wenn ich mit da... Ja, genau, Riff. Respekt? Und was ist mit den Gütern? Wenn du willst, helfe ich dir beim Tragen. Nicht nötig. Das schaffe ich alleine. Ich kenne den Weg im Schlaf. Mach dir keine Sorgen. Der Racheengel hat zugeschlagen. Mir wurde eine Lieferung für Don Corneo gestohlen. Ich verabschiede mich dann mal. Ohne dich hätte der Racheengel alt ausgesehen. Danke. Wieso glaube ich, dass sie der Racheengel ist? Mit bestem Dank. Der schöne und edle Racheengel der Slums. Hat mich wohl ungewollt zum Komplizen gemacht. Ich meine, immer, wenn die Olle da unterwegs ist, finden wir Zettel und sie liest irgendwelche Zettelbotschaften vor, die wir vorher noch nicht gehört haben. Naja, komm. Schlafen wir erstmal eine Runde. Bringt ja nichts, hier mit halben Lebenspunkten durch die Gegend zu laufen. Leider überfüllt, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Außerdem, glaube ich, weil das hat gerade super gut gepasst. Wir waren alle mega abgelenkt und sie macht einfach ihr Ding. Während Cloud dabei ist, hier irgendeine Action zu machen. So, auf zur nächsten Mission. Macht mal Platz, ihr dicken Menschen. Upp. Da geht's weiter. Ey, endlich mal ein Gym. Du bist ja gar keine Frau. Ich dachte immer, du wärst eine Frau. Cloud, willkommen im Fitnessstudio Mann oh Mann. Ich hab dich schon erwartet. Ich bin Jinan, der Trainer. Tut mir leid, dich gleich damit zu überfallen, aber würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Oder, Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Na, das klingt ja gut. Hallöchen, Lagenscheid. Und ja, ich werde Grüße an die Ayayaya ausrichten, sobald sie wieder im Zimmer ist. Wir müssen hier jetzt erstmal die Sit-Ups machen. Quatsch, die Kniebeugen. Lust auf einen Wettkampf bekommen? Klar. Also, Anfänger, fortgeschritten, Profi, ein Meistergürtel. Kniebeugenduell, anfangen. Ja.
Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir wirklich sicher? Was wirst du bereuen, du Hungerhaken? Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Also, auf los geht's los! Ich lass dich auf keinen F... Ich lass dich auf keinen F... Achso, ich dachte, wir sollten hier jetzt alle Brain Freeze machen. So, orientiere dich an den Hilfssymbolen, um das richtige Timing. Das ist ja easy gemacht jetzt. Okay. All gewinnen. Damit habe ich nicht gerechnet. Wo fangen wir denn an? Weiter so. So. Kniebeugen. Jetzt geht's hier richtig ab. Wie früher. Jetzt nicht schlapp machen. Ich war damals auch schon mega gut in diesem Spiel. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Fuck. Los geht's. Konzentration. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Traumhaft. Da ist noch einer drin. Ja, Mann. Das war doch gut, oder? War das gut? Okay. Nice. Was habe ich gewonnen? Sondern klasse, mein Freund. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud, wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Humpen zumute ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Ja! Das wäre erledigt. Sweet. Ich sollte langsam zurück. Jetzt sollte wahrscheinlich Aeris auch fortgeschritten, haben wir geschafft. Also Profi noch nicht. Wahrscheinlich hätte ich diese eine Runde noch machen müssen oder 20 erreichen müssen. So. Dann können wir mal gucken, wie sich Aeris in Schale geschmissen hat. Wait. That's the way. Aha, aha. I like it. Aha, aha. Wenn ich nicht weiß, was ich zu sagen habe, werfe ich einfach irgendwelche Musikzitate rein. Who you gonna call? Madame M lässt dir ausrichten, dass Aeris noch eine ganze Weile brauchen wird, um sich umzuziehen. Na. Dürfte ich dich in der Zwischenzeit vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Ob du es glaubst oder nicht, das Kolosseum läuft fast über vor Leuten, die dich nochmal kämpfen sehen wollen. Na. Was sagst du, Champ? Wir können deine Fans doch nicht enttäuschen, oder? Also, ich erwarte dich im Kolosseum. Na gut. Wenn dem so ist, dann haben wir wohl keine andere Wahl, als erneut im Kolosseum gegen die Vögel anzutreten. Wobei ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust habe, wieder gegen so ein fettes Haus zu kämpfen. By the way, ciao ciao, Lagenscheid. Ich weiß jetzt, wer du bist. Na dann. Tach, wir sind wieder da. Und ich weiß nicht, ich mag das nicht, dort runtergehen zum Kämpfen. Das ist irgendwie ein bisschen creepy dort. Fahren wir wieder so lange hier runter? Gibt es hier irgendwie eine Materie zum Einsammeln? Irgendein Minigame, um uns die ewig lange Fahrt in den Keller zu ermöglichen? Oh, das ging diesmal schneller als das letzte Mal. Haben wohl die, die Motoren gewechselt oder so. Wie sieht's denn aus? Lebenspunkte sieht gut aus. Ich könnte nochmal hier Waffenmodifikation gucken. Nothing.
Ditte Schorde. Was ich mal machen könnte, wäre an dieser Stelle vielleicht behandeln rausnehmen und mir dafür lieber einen Vita geben. So, auf die Art und Weise sind wir, glaube ich, ein bisschen besser drauf. Da ist er ja, unser Champion. So, was wollen wir machen? Sondermatch, freier Kampf. Los, wir machen das Sondermatch. Ist proppenvoll da drin. Heiz ihn richtig ein. Wir zählen auf dich. Ich hoffe, ihr zahlt auch für mich. Oder ihr zahlt mich aus. Umsonst ist das nämlich richtig ätzend. Werte Zuschauer, und nun der Kampf, auf den sie alle gewartet haben. Jam Cloud gegen Sams Kampfroboter. Okay. Neuer Kampf, neues Glück. Ist die Klinge unseres Champions immer noch so scharf wie früher? Und los! Das sehen wir jetzt gleich. Kleinen Moment mal. Erstmal muss ich gucken. Was kann ich denn davon alles anvisieren? Nichts, nur ihn selber, das ist gut. Erstmal hier ein bisschen auf den Weg gehen. Und. Nee. Säbel, Säbel, Säbel. Du mich auch. Okay, Magie. Der wird eh gegen Blitz. Probleme mit Blitz haben. Sag ich ja. Gut ausgewichen, Monsieur Cloud. Und das gleiche nochmal. Um dich in den Schock zu versetzen. Und nice. Fertigkeit Mutangriff auf seine Kopf. So. Das hat Spaß gemacht. Der Sieger ist unser Champion Cloud. Danke sehr. Ich gehe jetzt hier ganz Kampfroboter zerschlagen, zerstört und reif für den Shot. Ich gehe jetzt hier ganz gemütlich raus, like a boss. Gib mir noch eine Sonnenbrille, wenn ich bitten darf. Oh ne, nicht die. Geh weg. Okay. Madame M, schön, dass du mich hier gefunden hast. Gut gemacht, mein Junge. Ach, dein Anteil, den hast du dir verdient. Danke. Madame M? Oh. Wo ist Eris? Sie macht sich immer noch die Haare. Da dachte ich mir, dass ich noch Zeit für ein kleines Kämpfchen habe. Ich liebe es, zuzusehen, wie Sams Spielzeuge kaputt gemacht werden. Davon kriege ich einfach nicht genug. Bin nicht überrascht. Deine Hände sind so stark geworden. Mit so starken Händen kannst du der ein oder anderen holden Dame sicher ein guter Beschützer sein. Das war ich doch immer schon. Eris dürfte langsam auch so weit sein. Ich werde mich schon mal zurückziehen und im Geschäft warten. Komm, wenn du fertig bist. Na also. Ja? Nein. Ich rede nicht mit dir. Du bist komisch. Aber ich gehe mich hier nochmal kurz einmal ausruhen. So, einfach mal kurz hinsetzen. Das reicht, um meine Magiepunkte zu wieder aufzufüllen. Warum nochmal gehe ich dann, kann ich mich entscheiden, ob ich schlafe oder nicht? Wenn hinsetzen und schlafen das gleiche bringt? Also wird Schlaf quasi überbewertet. Ja, GG. Ich mach die ganze Nacht durch. Seid ihr dabei? Dieser Blick von der Seite. So, mach mal die Tür hier auf. Wenn ich raus, hier schmuffelt es. Es riecht, als hätte überall jemand irgendwie hingereiert. Ich habe alleine in diesem Dorf 5 Leute gesehen, die irgendwo in die Ecke gekotzt haben. Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre eine interessante Information für dich, Schatz. Lecker. So,
Dann wollen wir mal rüber zu Madame M. Okay, ich bin hier schon wieder... Ich bin hier irgendwie schon wieder massiv falsch gelaufen. Ich liebe dieses Wort massiv. Wo bin ich? Wo muss ich denn jetzt hin? Nee, da lang. Aus dem Weg! Wow, Moment. Kann ich euch ansprechen? Ich glaube, ihr seid käuflich. Ich will das nicht. Ey, wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. So. Und endlich. Madame M. Bitte zeig uns die neue Eris. Oh nein. Nicht schon wieder der. Cloud! Hier warst du also! Tifa ist... also... Alleine schaffe ich das nicht! Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey Cloud, darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, gewinnt immer der Romantiker in mir Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine zart beseitete Seele wie mich? Ja. Erhängen. Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon, ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Eris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Okay. Na, dann gucken wir doch mal. Was geht hier ab, Leute? Ach ja. Dreieck gedrückt halten. So, ich bin wieder da. Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Eris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Dein Glück, dass du mit den... dass du der Meinung bist, hier so rumspielen zu müssen. So, weil sonst hätte ich dich einfach mal mit dem Kopf durch die Tür. Na komm. Hör auf meinen Rat und geh. Na gut. Blöder Grobian. Ihr könnt mich echt mal. Yeah.
bin ich. Wie ausgewechselt. Angeblich steht Corneo auf so eine Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel, so pauschig. Ach, wirklich? Hey, Cloud! Entschuldige. Übrigens, Eris, hatte dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Na super. Ich kann mir schon fast vorstellen, wer. Und zwar der Chef vom Freudenhaus. Umso besser. Hey, Kleine. Das ist ja ein heißes Outfit. Hat die Extension? Waren die Haare schon immer so lang von ihr? Mir vorher gar nicht aufgefallen. Nein, 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 nein. Das haut nicht hin. Die hat ganz sicher Extensions. Aber guck mal, die sind doch auch zu einem Zopf gebunden. Das ändert doch nichts. Nein, das sind drei Zöpfe nur. Nein, guck dir das doch mal an. Ja, ein bisschen weiter unten gebunden. Vielleicht. Hier sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen. Um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Cloud in einem Frauenoutfit. Es überrascht mich nicht, weil ich wusste schon... Oh, herrlich. Ich freue mich schon drauf, wie Cloud wohl in dem Frauenoutfit aussehen wird. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dorthin. Das ist ja jetzt hier irgendwie einfach. Aber an dieser Stelle, bevor wir durch diese Tür schreiten, ein kleiner Cut, dann geht's weiter.